Die Heidenkirche Eisenstadt ist eines der Wahrzeichen der burgenländischen Landeshauptstadt. Weithin sichtbar ist das am Oberberg gelegene Gotteshaus. Im 16. Jahrhundert von den Fürsten Esterhazy errichtet, ist die Pfarre seit über 300 Jahren nun durchgängig mit eigenen Propstpfarrern besetzt und ein lebendiger Ort des Glaubens. Einst als größte Kirche Westungarns geplant, ein Plan, der nie verwirklicht wurde, ist die Heidenkirche heute vor allem aus zwei Gründen bekannt. Wegen des Kalvarienbergs mit dem ganz besonderen Kreuzweg und wegen Josef Haydn, der in der Kirche seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Der Kalvarienberg wiederum stellt auf eindrucksvolle Weise den Leidensweg Christi dar. In 20 statt der sonst üblichen 14 Stationen führen ausdrucksstarke, beeindruckende Holzfiguren durch das Leiden und Sterben Jesu Christi. Einst als achtes Weltwunder bezeichnet, ist der Kalvarienberg auch heute noch ein Magnet für Besucher und Pilger aus nah und fern. Durch das große Engagement vieler konnte der Kalvarienberg in den vergangenen Jahren um insgesamt 1,6 Millionen Euro umfassend saniert und damit auch für künftige Generationen bewahrt werden. Unsere Pfarre ist geprägt vom Miteinander, von einer großen Zusammengehörigkeit und ist ein Ort des lebendigen Glaubens.